geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Nachdem wir nun sehr viel über mehr Geld ausgeben gehört haben, die drei letzten Einzelpläne zum Schluss, allgemeine Finanzen, Finanzministerium, Hoch- und Wohnungsbau. Der Einzelplan 20 ist der Haushalt, der die Einnahmeseite des Landeshaushaltsgesetzes dokumentiert, mit bemerkenswerten Zuwächsen bei den Einnahmen im Doppelhaushalt von insgesamt über 1 Milliarde Euro, die sich als wahrer, warmer Geldregen in die Landeskasse ergießen. Mit einiger Unbefangenheit verteilte die Landesregierung diesen Geldzufluss. Programme werden aufgelegt. Aktion Blau, Aktion Grün, Modell Rosa oder vielleicht Modell Pink. Jedoch, es gibt kein öffentliches Geld. Es gibt nur Steuerzahlergeld. Und es gibt für mich nur eine Rangfolge für solides öffentliches Wirtschaften. Erstens Schulden abbauen. Zweitens Schulden abbauen. Drittens Investitionen durchführen. Als oberstes Ziel jedoch muss der Bürger und die Entlastung des Bürgers stehen. Die Landesregierung allerdings gibt sich der Verführung des Ausgebens hin. Unter diesen Titel übrigens fallen auch die Ausführungen und Anträge der CDU, die sich ebenfalls diesem Rausch hingibt. Was ist denn diese Packung der CDU, die eine Gegenfinanzierung nur für 10% ihrer Mehrausgaben beibringt? Herr Baldauf, von Ihren angeblich 952 Millionen Euro verbleiben maximal 74, also weniger als 10%, wirklich potenzielle Einsparungen. Und diesen stehen wiederum das Zehnfache an Ausgaben gegenüber. Diese Rechnung würde zu einem Defizit, nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. So viel zur Kompetenz, zur Haushaltskompetenz der CDU. Ja, zutreffend. Zutreffend. Erfreulich ist ein ausgeglichener Haushalt und auch die Einhaltung der Schuldenbremse. Die Landesregierung lobt sich dafür, das Gesetz wird eingehalten. Jedoch sich dafür zu loben, dass man nicht bei Rot über die Ampel fährt, ist schon eine besondere Sicht auf die eigene Verpflichtung. Inwieweit das gesamte Land solide dasteht, dazu später mehr. Vor dem Hintergrund der Milliarde an Mehreinnahmen müssen wir eine ambitionierte Finanzpolitik mit der Lupe suchen. Was wir dabei finden, sind versteckte Schulden. Zweitens Investitionsstau in Infrastruktur und Krankenhäusern. Drittens eine kostspielige Flüchtlingskrise. Die Bringschuld zur Einhaltung der Sparsamkeit, eine verpflichtende Altersuntersuchung suchen wir. Was wir weiterfinden, sind unnötige Doppelstrukturen bei den Ministerien. Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, deren Nutzen und Wirkung fragwürdig sind. Dass diese Ansätze explodieren, sollte doch wohl kein Hinweis auf die heraufziehenden nächsten Wahlen sein. Ein Wort zum sozialen Wohnungsbau. Interessanterweise wird hier an drei Stellen im Einzelplan mit identischen Texten erläutert. Wird hier erläutert oder wird hier verschleiert? Sie beschreiben, der soziale Wohnungsbau ist experimentell, innovativ. Sie fördern Modelle, sie fördern Projekte, sie fördern Studien. Sozialer Wohnungsbau sollte vor allem eins sein, sozial, solide und sozial. Und sozial vor allem im Hinblick auf die Verteilungsgerechtigkeit. Risiken hat der gesamte vorgelegte Haushalt reichlich. Das Risiko eines Abbrechens der konjunkturellen Lage. Selbst die Landesregierung rechnet im vorgelegten Finanzplan über die nächsten 5 Jahre bei den bereinigten Gesamteinnahmen gegenüber Vorjahren nur mit Zuwächsen in Höhe der Inflationsrate, also gleichbleibend. Weitere Risiken wie ein sich normalisierendes Zinsniveau, welches die Haushalte zur Implosion bringen würde. Weitere Risiken wie die zukünftigen Verpflichtungen, so zum Beispiel die Pensionsverpflichtungen. Aber was die Landesregierung von Rücklagen hält, hat sie bei der Auflösung der Pensions- und des Stabilisierungsfonds gezeigt. Rücklagen schätzt die Regierung genau dann, wenn sie sie auflösen kann. In Höhe der Auflösung des Stabilisierungsfonds hat sich die Regierung jetzt einen ausgeglichenen Haushalt gegönnt. Nun wollen sie eine sogenannte Haushaltsrücklage bilden. Aber alles ist besser als die Zuführung zu dieser sogenannten Haushaltsrücklage. Auch ihre Gigabit-Rücklage von 2x50 Millionen Euro ist Augenwischerei, ein Placebo, wenn man dagegen hält, dass für 1 Milliarde Investitionsrückstau keine Rücklage gebildet wird. Applaus
Selbst die vorhersehbaren Lasten für die stark anwachsenden Pensionsverpflichtungen. Hier wurde der Fonds ja auch abgeschafft. Die Pensionen wollen Sie ja aus dem laufenden Haushalt bezahlen. Dagegen, gegen die Bildung einer solchen allgemeinen Haushaltsrücklage spricht, dass in Zeiten höchster Verschuldung es auf jeden Fall sinnvoller ist, Schulden abzubauen. Denn das würde wenigstens eine Zinsersparnis bringen. Rheinland-Pfalz und seine Kommunen sind überdurchschnittlich verschuldet. Rheinland-Pfalz und überdurchschnittlich hoch verschuldet. Während jedoch das Land seine Schulden um 4,5% senken konnte, es würde viele Generationen dauern, um unsere Schulden dann abzubauen, konnten die Kommunen jedoch ihre Schulden nur um 1% abbauen. Allerdings der Schuldenbetrag der Kommunen muss, um eine ehrliche Aussage über das Land zu treffen, die Schulden der Kommunen müssen gemeinsam mit den Schulden des Landes gesehen werden. Wir fordern daher eine deutliche Stärkung der Kommunen. Dazu haben wir konsequenterweise schwerpunktmäßig Anträge eingereicht. Erstens die Erhöhung der Verbundsätze um 0,75 bzw. 1 Prozentpunkt. Und daraus ergeben sich kalkulierbare Mehrzahlungen an die Kommunen in erheblichen Millionenbeträgen im hohen zweistelligen Bereich. Auch haben wir Kompensationszahlungen an die Kommunen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingestellt und dies ganz bewusst als allgemeine und nicht als zweckgebundene Zuweisung. Wir halten einige Räte noch für fähig eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem Geld. An dieser Stelle ein Wort zu dem mitzuberatenden Gesetzentwurf. Dass Städte und Gemeinden für Integrationsarbeit finanziell besser ausgestattet werden, klingt zunächst einmal begrüßenswert. Schließlich tragen sie vor Ort die Hauptlast und gehen überdies in Vorleistung. Wenn man allerdings bedenkt, dass aus der sogenannten Integrationspauschale auch Asylbewerberleistungen, Personal- und Sachkosten der Verwaltung sowie Ausgaben der Jobcenter refinanziert werden, entpuppt sich das Ganze schnell als großer Etikettenschwindel. Dass sich die Landesregierung noch immer die Hälfte dieser Bundesmittel selbst einsteckt, um beispielsweise Ausreisepflichtige zu integrieren, ist an Absurdität kaum zu überbieten. Die AfD wird allein im finanziellen Interesse unserer Kommunen, die die verfehlte Migrationspolitik unverschuldet ausbaden müssen, zustimmen. Zurück zum EP20. Die Schulden werden zur großen Gefahr für die Zukunft der Kommunen und damit für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Kommunen haben die desolate Finanz- und Verschuldensituation nicht selbst verursacht, sondern es liegt in der jahrzehntelangen Unterfinanzierung vor allem der kommunal zu erbringenden Sozialleistungen. Das Zinsniveau liegt auf historischem Tief, aber kein Wort, keine Idee der Landesregierung zu einem langfristig gestalteten Altschuldenfonds, der sich ja anbietet. Schließlich liegen die geringen Zinsen unter der Inflationsrate. Der Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass andere Bundesländer die Zeichen der Zeit und die Möglichkeiten der Zeit und die Notwendigkeit des Handelns erkannt haben und ganz entsprechende Lösungen erarbeitet haben. Aber unsere Landesregierung dümpelt still und leise vor sich hin. Über diese ganzen Schwächen hinaus mussten wir bei der Anhörung der Kommunen erfahren, dass aus der Sicht der Kommunen das gemeinsame Gespräch fehlt. Nicht die Masse an Gesprächen, sondern die Qualität. Das Gespräch, an dessen Ende ein gemeinsamer Erkenntnisfortschritt steht. So äußerten die Kommunen offen ihre Sorge und Enttäuschung über das empfundene fehlende Interesse der Landesregierung. Und einen Gedankenaustausch oder gar eine Diskussion gab es offenbar erneut nicht. Ich spreche hier über das Gutachten zur KVR und beziehe mich auf den stellvertretenden Vorsitzenden des Städtetags, der feststellt, dass erneut über die Köpfe der Betroffenen hinweg geredet wurde. Bereits bei früherer Gelegenheit habe ich Ihnen aus Ihrem eigenen Koalitionsvertrag zitiert und ich mahne heute erneut an, dass gute Gespräche geführt werden müssen. Denn es gilt, wenn die Probleme nicht gut gelöst werden, wird die Lösung zum Problem. Mit diesem Gesetzentwurf laufen wir Gefahr, im Vergleich der Bundesländer weiter abgehängt zu werden. Wir lehnen diesen Entwurf ab. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
Frau Ministerin, in unsere Richtung haben Sie das Wort unsolide verwendet. Ehrlich und unsolide ist der fehlende Verweis auf die sprudelnden Steuereinnahmen, den Fleiß der Bürger, dem wir das zu verdanken haben. Ihr Sechser im Lotto sind diese Steuereinnahmen, und das ist die Ursache für den ausgeglichenen Haushalt. Nicht mehr zeitgemäß, vielleicht auch nicht mehr ganz solide ist die Methode. Die Kameralistik macht keine wahre und gute Aussage. Was wir heute brauchen, ist die doppische Kameralistik mit ihrer drei Komponenten: Ergebnis, Finanz- und Vermögensrechnung. Ihr Einwand, das geht nicht. Im internationalen Vergleich haben wir seit über 10 Jahren in Frankreich, in Spanien, in Lettland, in Dänemark, in Rumänien, in Slowakei eine doppische Haushaltsführung. Wo haben wir sie nicht? Wir haben sie nicht in Deutschland und nicht in Griechenland.